Sanders, Sie müssten jetzt Zugriff haben. Positiv. Der schnellste Weg führt durchs Atrium, aber Cerberus hat die Türen abgeriegelt. Kriegen wir hin. Die Magnetschlösser deaktivieren. Die Steuerung dafür müsste sich direkt über der Tür befinden. Hey, sagen Sie es mir, wenn wir wissen, wie wir von hier wegkommen. Wie verarbeiten die Studenten den Krieg? Was glauben Sie? Das ist ein Haufen Teenager. Bis vor einigen Monaten ging es ihnen nur darum, Sex zu haben. Und die sind bereit für den Krieg? Sie haben wohl kaum eine Wahl. Dann sind diese biotischen Artillerieangriffe... Theoretisch eine tolle Sache. Mit etwas Erfahrung kriegen sie es vielleicht hin. Ja, aber noch nicht. Aber? Als Unterstützung wären sie besser. Hilfe aus der zweiten Reihe bei Barrieren und so. Ich weiß auch nicht. Haben Sie ihnen das gesagt? Nein. Sie müssen überzeugt sein, dass ich an sie glaube. Das habe ich aus ihren Ansprachen gelernt. Ja. Ich muss sagen, sie sehen gut aus. Wollen Sie mich wieder auf dem Unterdeck gegen die Wand pressen? Das habe ich nicht gemeint. Vielleicht hat Ihre Einstellung ein bisschen auf mich abgefärbt. Ich hatte nie Familie. Und die Kids. Wer meine Studenten anfasst, den schneide ich in Streifen. Wollen Sie mich wieder im Unterdeck gegen die Wand pressen? Warum schön. Sind diese Studenten die ist, so... Die ist so herrlich schön... Biotisch, meine ich. Was ist Stumpf. Schlimmer als ein wütender biotischer Angreifer? Eine Gruppe davon, die zusammenarbeitet. Wie ein biotischer Artillerieangriff. Wir reißen jedes Arschloch einfach in Fett. Wollten Sie nicht auf Pragia genau das endgültig unterbinden? Nein, und das wissen Sie. Cerberus hat auf Pragia Kinder gefoltert. Meine Studenten sind älter und freiwillig hier. Und Schmerzen gibt's nur für die bösen Jungs. Bleiben Sie hier. Wir bringen Sie raus. Gut. Gut. Sie sagt ja oben drüber, also vermutlich da. Wie geht's deinem Verstärker? Heiß gelaufen. Ich glaube, unglaublich, dass Sie und unsere Lehrer. Wir stehen bereit, wenn Sie uns brauchen, Commander. Da. Okay. Hab Sie. Jetzt müssten Sie die Tür aufdrücken können. Probieren wir's. Ich werde vor Ihnen bei den Shuttles sein und zwei davon startklar machen. Es ist so angenehm, dass man jetzt sprinten kann, wirklich. Bereit machen! Wir gehen rein und ziehen ihr Feuer auf uns! Wir sind im oberen Geschoss und behaken diese diese Typen von dort! Gut, dann werden sie nicht direkt beschossen. Sorgen Sie für Schaden. Okay, dann los! Greifen Sie mit allem an, was Sie haben! Ihr wolltet doch wissen, was ihr wirklich drauf habt. Das ist die Gelegenheit. Studenten der Grissom Akademie, die Station ist abgeriegelt. Die Allianz kann sie nicht retten. Sie werden sterben. Aber wenn sie sich friedlich ergeben, geschieht ihnen nichts. Arschloch. Verdammt, sie funken alle an. Studenten, Universalwerkzeuge auf Privat schalten, sonst wissen die, wo sie sind. Was ist, wenn sie nicht lügen? Ich weiß, was Cerberus mit Leuten macht, denen angeblich nichts geschieht. Notiert die Cerberus-Rüstung, die ich trage. Sehen Sie die Narben, Rodriguez? Los! Gucken Sie genau hin. Die sind von Cerberus, da war ich halb so alt wie Sie. Wenn Sie aufgeben, werden Sie abhaken. Wir wollen Ihre Ärsche retten. Ja. Ja. Sie sieht aber besser aus als in Teil 2, ne? Jack, also. Hat sich gemacht, die Gute. So. Da hätte ich wahrscheinlich sagen sollen, die gehen kein Risiko ein, vermutlich, damit man gar keine Verluste hat oder so. Aber wir wollen ja sehen, was die drauf haben, ne? Dann mache ich mal dunklen Kanal. Den will ich gern weghaben, bevor er ein Geschütz. Fuck, nicht geschafft. Hinter mir ist eine Granate. Erwischt. Autsch, da hat mich der Mech abgeschossen. So. Habe ich das weit genug geworfen? Ja. Hat sich aber irgendwie nicht aufgestellt. Oh wow.
Dann machen wir nochmal das und das. Und hier müssen wir jetzt erstmal das ganze Schild weghauen. Ich sehe leider bis hierher den Lebensbalken von ihm nicht. Viel, aber reicht fürs erste. Oh oh. Nein, nein, nein. Oh, gut, 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 gut. Oh Gott. Oh, mir stand da ein Geschütz. Jetzt sehe ich das Leben erst von dem Ding. Oh, da ist irgendwas in meinem Gesicht. Ignorieren Sie dies. Wir haben jetzt erstmal den da weg. Keine Muni. Okay, das war's aber auch für ihn. Da werfen wir jetzt ein Geschütz hoch. Und noch eine Drohne. Und zu guter Letzt. Das da. Den hätte ich gerne im Warp. Na, das hat jetzt irgendwie nicht funktioniert. Also man sieht schon, die Fähigkeiten sind sehr praktisch, also... Den nicht. Jetzt. Das ist tatsächlich der erste Kampf, der mal ein bisschen härter war. Und es lag jetzt eher daran, dass mir die Muni mittendrin ausging. Der Generator? Ah, der lädt die Schilde auf, wenn man in der Nähe steht. Okay. Da ist nichts, wir müssen hier unten rum. Deswegen kam der Atlas auch nicht auf uns zu, der hat keinen Weg gefunden. Vermutlich. Kaylee, wir sind im Atrium. Missionsauftrag. Andere Subjekte sollten lebend ergriffen werden, falls möglich. Falls nicht, Leichen für Gentests zurückbringen. Zusatz zu ursprünglichen Auftrag. Subjekt Zero soll für Tests und mögliche Konditionierung ergriffen werden. Aktuelle Psychoprofil schlägt Geiselnahme der Studenten als erfolgversprechende Strategie vor. Objekt Zero ist Jack, wissen wir ja. Wir treffen uns dann dort. Sehr ordentlich, Franklin. Da könnte ich eigentlich einen dunklen Kanal machen. Schon wieder die Muni ausgegangen. Verdammt, Rodriguez! Ich hab doch gesagt, sie sollen auf ihre Barriere achten! Franklin! Hä? Was hat mich da gerade gekillt? Sah aus, als wäre da ein Schuss von hinten gekommen oder so. Hoffentlich nicht wieder von ganz neu. Nein. Okay. Sehr ordentlich, Franklin! War das jetzt die Granate oder was? Da war ich doch weit genug davon weg. Ich hatte nicht mehr das Symbol für die. Ja, das ist gerade jetzt ein bisschen seltsam hier, wenn ich das mal so sagen darf. Du hörst bitte auf, das Ding da aufzustellen.
Keine von hinten kommen, keine Gegner. Ich wollte jetzt mal gucken, weil es kann ja nicht sein, ich sterbe immer von hinten gerade. Bap. Ah, komm, also doch welche von hinten. Und da aus der Tür? Nix. Ich frage mich jetzt, wenn der Kampf länger gedauert hätte, wäre es möglich, dass diese Rodriguez dann zum Beispiel gestorben wäre? Oder ist das quasi schon der Verlust, den man halt erleidet, wenn man sagt, sie sollen sich nicht zurückhalten? Dass er halt im Arm verletzt wird. So, hier oben ist vermutlich nichts mehr, oder? Ja, okay. Ja, die lässt sich nicht für... Wird erledigt? Ich kenne sie nicht. Bleiben Sie zurück! Ich bin Commander Shepard, Allianz. Ich will Ihnen helfen. Das habe ich dem Letzten schon nicht abgekauft und für Sie gilt das auch. Das ist ein Multikern-Schildprototyp auf der Basis zyklonischer Barrieren. Er hält Ihnen stundenlang stand. Für sowas ist keine Zeit. Würden Sie wohl bitte? Unter meiner Würde. So viel dazu. Hübsch. Es ist schön, böse zu sein. Könnte was für die Allianz sein. Modifiziert natürlich. Die Biotik-Studenten sind da oben. Bleiben Sie zusammen. Sie kommen hier raus. Okay, danke. Ich frage mich jetzt, wenn ich keinen Biotiker dabei gehabt hätte, der das eventuell auflösen kann, ob ich es dann überhaupt hätte auflösen können. Oder ob da jeder quasi so seinen eigenen Signature-Move gehabt hätte, um das zu entfernen. Sehen aus wie Pläne für Verstärker-Interfaces. Nicht so gut wie das, was wir bereits haben, aber trotzdem einen Blick wert. So. Haben wir hier. Brust Bloody. Das dürfen wir in den Mac steuern. Datalog. Sehr hohe Punktzahl bei Eignungstests. Also Rodriguez. Biotische Fähigkeiten begrenzt, aber dennoch perfekte Kandidatin für Indoktrination und Verbesserung im Rahmen der Phantom-Initiative. Ja, dann steuern wir den Atlas doch mal. Hi. Aha.
Bau! Schön. Da ist das Shuttle! Rüber da, ins Feuer rein! Cranley, Rodriguez, dranbleiben! Ah, es könnte theoretisch noch was passieren, okay. Shepard, passt sie auf ihren Arsch auf! Vermutlich könnte ich das auch ohne den Atlas machen. Ich meine, so überkrass ist der jetzt auch nicht. Dadurch kann ich hier meine Fähigkeiten nicht verwenden. Das ist natürlich auch blöd. Aber ich bin halt, glaube ich, fast unsterblich mit dem Ding. Ach, das war Javik. Ah, ich habe sogar eine zweite Waffenfunktion. Dachte mir schon. Eigentlich müsste ich das doch haben. Hänge ich fest. Die Shuttle sind gleich startklar. Ist ein bisschen wie Moorhuhn oder sowas. Also fast die Hälfte des Lebens habe ich sogar schon verloren. Also, ich bin wohl ein besserer Atlas-Pilot als der. Türen waren oben. Kaylee, wie geht's voran? Shuttles entriegelt. An die Steuerung und Studenten an Bord. Halt! Wo zum Teufel ist Rodriguez? Ah, also doch noch. Sie braucht Feuerschutz! Sie braucht mehr als das. Sie stehen auf. Wird sie doch noch erschossen? Nein, okay. Ja, es stand ja in dem Bericht, dass sie eine gute Kandidatin ist, aber die Joker, Barrieren von ihr für den Arsch sind. Nicht schießen. Ich hab sie auf den Sensoren. Dauert nur eine Minute. Danke, Commander. Ohne sie wären wir nie von dieser Station runtergekommen. Den haben wir es gezeigt. Bei nächster Gelegenheit gibt's auf meine Kosten Tattoos für alle. Wow. Was wollt ihr haben? Ascension-Projekt-Logo? Eine leuchtende Faust? Ein Einhorn für Rodriguez? Lecken Sie mich, Ma'am. Wir haben sie wirklich lebend rausgebracht. Ich wollte sie nur unterstützend eingreifen lassen. Vielleicht sind sie doch schon bereit. Und ob sie das sind... Macht euch bereit für die Profiliga. Commander, wir haben Sichtkontakt. Andocken vorbereiten. Hey Jack, werden Sie beim Militär jetzt auch Uniform tragen? Oder lassen Sie die Offizierstreifen nur eintätowieren? Das wäre bestimmt cool. Leck mich, du A. Flight Lieutenant. Was zum Teufel war das denn? Jack hat versprochen, weniger zu fluchen, um den professionellen Ruf zu wahren, den wir von unseren Lehrern verlangen. Hat sie auch eine Fluchkasse? Denn wenn wir die plündern, können wir uns bestimmt einen neuen Kreuzer kaufen. Ohren zu halten, Kinder. Hey, Joker. Leck mich. Schön, dass es nicht mal mehr ganz durchkam.
hätte jetzt was Krasses erwartet, Shepard, das leckt mich. Verdammt, wenn das keine Augenweide ist. Freut mich auch, Sie zu sehen, Sir. Schon irgendwas mit entzündeten Augen im Untertitel. Sie sind zwar wieder im Dienst. Ich gebe es auf, was den Untertitel betrifft. Dann freut's mich, dass Sie noch nicht abgekratzt sind, Anderson. Das gefällt mir schon besser. Sie haben anscheinend keine Zeit vergeudet. Ich will mir gar nicht ausmalen, was mit den Kindern in den Händen von Cerberus passiert wäre. Sie wollen uns unbedingt helfen. Diese Studenten sind mit das Beste, was wir zu bieten haben. Und wir schicken sie in die Schlacht. Ich hasse diesen Krieg. In Hacketts Bericht steht gar nicht. Kaylee Sanders ist sicher. Sie ist bei den Rekruten. Danke, Shepard. Als ich von dem Angriff hörte, ich habe schon viele Freunde verloren. Sie hat gesagt, sie sollen am Leben bleiben. Hat sie das? Die klingen schon, als hätten die was miteinander gehabt, muss ich sagen. Das ist diese Woche die erste gute Nachricht. Anderson Ende. Was im Krieg passiert, das bleibt doch im Krieg. So. Müsste ich hier wahrscheinlich auch nochmal was haben. Neues. Ja, Jack und die Biotic Company. Und Kaylee Sanders. Bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich hier da jetzt mit allen reden kann, ob es da jetzt irgendwas Neues gibt. Ich kann ja mal gucken. Hast du die Feeds von Palavin gesehen? Brutal. Erstaunlich, dass die Turianer noch stehen. Die Vögel geben nicht auf, wenn es hässlich wird. Commander, Sie haben eine verschlüsselte Nachricht von einer Miranda Lawson. So, Miranda. Erstmal Stephen Hackett, danke. Von Kaylee Sanders, Thema danke an Stephen Hackett. Hallo Commander. Ich hatte noch keine Zeit, mich angemessen für die Rettung aus der Akademie zu bedanken und Admiral Hackett hat zugesagt, das hier an Sie weiterzuleiten. Meine Studentinnen erfüllen draußen ihre Pflicht, während ich beim Tiegel helfe, so gut ich kann. Es ist ein erstaunliches Projekt, viel weiterentwickelt als alles, was ich je gesehen habe. Einige meiner eher tech-orientierten Schützlinge sind auch hier geblieben und wenn ich ihnen beim Arbeiten zusehe, das ist die Zukunft, Commander. Dieses Projekt wird den Fortschritt der Menschen über Generationen bestimmen. Und der Dank dafür gebührt allein Ihnen. Miranda Lawson, Shepard, ich bin erleichtert, dass sie nichts zugestoßen ist. Ich will mir gar nicht vorstellen, was die Allianz sich ausgedacht hat, um ihr Handeln zu rechtfertigen. Ich bin einfach froh, dass sie in Sicherheit sind. Ich warte auf das Citadel, Bucht D24. Bring sie ein Chaton und rote Rosen mit. Stand da zwar nicht, aber egal. Ich probiere es jetzt einfach mal bei Liara, wenn die nichts zu sagen hat. Dann fliegen wir gleich weiter. Sind Sie sicher, dass Sie nicht rüberkommen und reden wollen? Nein, die Geschützbatterie ist hübsch und ruhig. Und wenn ich ein paar Teppiche reinlege, wird sie sogar richtig gemütlich. Garrus? Ich komme schon klar, Liara. Ich muss nur meine Gedanken ordnen. Wie Sie meinen. Es war schon seltsam. Eine ganze Nein. Es gibt nichts. Nur für biotische Kinder. Haben Asari keine Biotikschulen? Jede Asari-Schule hat biotische Ausbildungsprogramme. Das diese Nachricht würde ich nicht so schnell erreichen, außer du findest auf der Erde eine funktionierende Exzellenz-Verbindung. Ich habe es zu der Waffe geschafft, die wir bauen. Sie ist noch nicht einmal halb fertig und sie ist das atemberaubende, komplizierte Stück Technologie, das ich je gesehen habe. Ich wünsche, du könntest sehen, was wir hier bauen, David. Es gibt mir Hoffnung. Pass auf dich auf, mir zuliebe. Also, ich denke schon, dass die was hatten, ne? Okay. Zu Ihren Diensten. Jetzt ist die Frage, wir haben unglaublich viele Leute, die sagen, wir sollen auf die Citadel kommen, ob wir da jetzt mal einen Abstecher hinmachen. Haben wir denn noch eine Quest außerhalb, so eine kleine Nebenquest, die wir machen, bevor wir auf die Citadel gehen? Theoretisch nein. Ja, das ist das für die HNH. Diese neue Medigel-Formel. Also würde fast sagen, gehen wir auf die Citadel. Das wird zwar jetzt wieder massiv viel Gelaber, weil da irgendwie 800 Leute mit uns reden wollen. Aber so ist es halt.
Was willst du machen? Wir können nochmal gucken. Würgeschlund, da ist dieses proteanische Ding, ne? Komm, das machen wir vorher noch. Das proteanische Artefakt oder was das war, was der eine da erzählt hat, der Volus. Müsste irgendwo hier sein. Ich habe etwas gefunden. Das ist die Frage, ob wir auf dem Planeten müssen? Oder ob es reicht, wenn wir ihn scannen? Bergen, Credits erhalten. Okay. Unspektakulär. Wahrscheinlich wieder Treibstoff, ne? Ja. Bye. ULG-Sprung erfolgreich. So. Signal bestätigt. Die Reaper haben richtig Bock. So, mal anders hingesetzt. Proteano-Obelisk. Ah, ich glaube, das war's. Ich glaube, ein Obelisk war's. Ich glaube, mich dunkel zu erinnern. Ah. Hier ist bestimmt irgendwo noch Treibstoff, den wir mitnehmen können. Geht weg. Ich möchte das nicht. Ausweichen erfolgreich. Hm? Komm von oben. Oh nein. Da ist ein Mischbaut. Reaper umgangen. So. Oben rechts rein, bitte. Hat jetzt nicht so funktioniert, wie ich wollte. Oh, weg hier. ULG-Sprung erfolgreich. Hier verziehen wir uns mit dem Massenportal. Ausweichen erfolgreich. Oh Gott, oh Gott. So, jetzt können wir auf die Citadel. Dann haben wir nämlich das auch noch, was wir dem Volus geben können. Zumindest denke ich mal, dass er das will. Erstmal Allianz Docs. Das mit Dr. Brysons Labor war, glaube ich, ein DLC. Wir übergeben hiermit Ihre Andock-Freigabe an einen Allianzbeamten. Das passt. Kaum wieder in Aktion will uns die Allianz schon ein Halsband umlegen. So heißen wir Sie eben willkommen, Flight Lieutenant. Ja, Ma'am. Erbitten Erlaubnis zum Andocken. Erlaubnis erteilt. Sollen wir ein privates Transportmittel bereitstellen? Krankenhaus. Besuchen wir jetzt erstes Ashley. In Ordnung.